Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, erinnern wir uns ein paar Monate zurück an unsere letzte Landesvertreterversammlung, als wir unsere Kandidaten für die Landtagswahl bestimmt haben, als uns nur noch wenige auf der Rechnung hatten für unser Landesparlament. In diesem Moment haben wir das getan, wofür die nordrhein-westfälische FDP bekannt ist. Wir haben nämlich gekämpft, klar in der Überzeugung, sicher im Stil, vor allem geschlossen im Auftreten. Die Menschen im Land und auch wir selbst haben uns gewundert, welche Kräfte wir mobilisieren können. Und heute haben wir die größte FDP-Landtagsfraktion bundesweit, die den klarsten Kontrast zur rot-grünen Regierung im Landtag beschreibt. Bei der Landtagswahl, wie erfreulich, haben uns seit langer Zeit erstmals Frauen und Männer ausgeglichen gewählt. Liebe Freundinnen und Freunde, ein großer Erfolg dieser Landespartei, den nicht einige wenige erkämpft haben, sondern wir alle gemeinsam und alle, die uns unterstützt haben. Und deshalb dürfen wir auch darauf stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde. Mit diesem Ergebnis wächst uns aber nun auch eine besondere Verantwortung zu. Im Landtag klar eine Politik für die verantwortungsbereite Mitte unseres Landes zu machen, aber auch in unserer Partei. Die NRW-FDP ist so etwas wie der Stabilitätsanker der FDP insgesamt. Auf diesen Landesverband wird geschaut, wenn es darum geht, nach dem Erfolg bei der Landtagswahl jetzt auch im kommenden Jahr die Trendwende für den Bund zu erarbeiten. Deshalb müssen wir diesem Anspruch von heute an, von diesem Tag, von dieser Landesvertreterversammlung an, bis zum Wahltag gerecht werden. Um unsere Persönlichkeiten in Berlin bei dieser schwierigen Herausforderung zu unterstützen: Gisela Pilz an der Spitze unserer erfolgreichen Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Daniel Bahr, unseren Gesundheitsminister, der die Menschen zum 1.1. des nächsten Jahres von der bürokratisch ärgerlichen Praxisgebühr befreit. Und Guido Westerwelle, der sich als Außenminister den Respekt erarbeitet, der diesem Amt und der ihm als Person auch zusteht. Hinter euch stehen wir wie eine Frau und wie ein Mann in diesem Bundestagswahlkampf. Bei der Bundestagswahl wird es um Weichenstellungen für unser Land gehen. Zeitgleich mit uns tagt in Hagen Bündnis 90 die Grünen. Wir haben gestern Abend ihre Kandidaten aufgestellt und dort gab es eine Rede der Spitzenkandidatin Karin Göring-Eckardt. Und Frau Göring-Eckardt hat dort gesagt, Nordrhein-Westfalen, die rot-grüne Koalition in Düsseldorf, das sei das Vorbild für Berlin. Das war der Titel der Rheinischen Post am Ende der vergangenen Woche. Nordrhein-Westfalen stellt Schuldenbremse in Frage. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, eine Regierung, die die Schuldenbremse in Frage stellt, in Zeiten, in denen wir uns darum bemühen, sie überall in Europa einzuführen. Eine Regierung, für die unsere Verfassung, für die das Grundgesetz so eine Art unverbindliche Spielanleitung ist. Eine solche Regierung ist kein Vorbild für Deutschland. Eine solche Koalition ist ein Risiko für unser Land.
Und um diese Weichenstellung geht es bei der Bundestagswahl. Hier in Nordrhein-Westfalen wächst jedes Jahr der Landeshaushalt. Jedes Jahr gibt das Land Nordrhein-Westfalen mehr Geld aus. In diesem Jahr macht das Land 3,2 Milliarden Euro Schulden, wenn man die Sonderbelastung WestLB, ich komme später darauf zurück, außen vor lässt. Im kommenden Jahr wollen die 3,5 Milliarden Euro Schulden im Haushaltsplan machen. In Berlin dagegen wird am Ende dieser Legislaturperiode zum ersten Mal ein Bundeshaushalt kleiner sein als zu Beginn der Legislaturperiode. Wir werden auf Initiative der FDP im Jahre 2014 einen strukturell ausgeglichenen Bundeshaushalt erarbeiten. In Berlin werden die richtigen Prioritäten gesetzt. In Berlin sind die Konsequenzen aus der europäischen Staatsschuldenkrise gezogen worden. In Berlin gibt es ein neues Denken, denn wir wissen, nur der schlanke Staat kann auch ein starker Staat sein. Deshalb muss er aus den Ketten der Kapitalmärkte befreit werden, in die ihn Rot-Grün immer weiter hineinjagen wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Hier in Nordrhein-Westfalen werden in Wahrheit auch gar keine ernsthaften Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternommen. Wir werden das in der nächsten Woche im Landtag auch beraten. Dann liegt der Entwurf für den Haushaltsplan 2013 vor. Wenn man da so durchblättert, dann sucht man substanzielle Einsparungen vergeblich. Die einzige strukturelle Einsparung, wo eine staatliche Leistung tatsächlich gestrichen wird, die ich gefunden habe, ist, dass es zukünftig in Nordrhein-Westfalen keine Blumensträuße mehr für Mehrlingsgeburten geben soll. Auf der anderen Seite wird aber eine Behörde eingeführt mit 40 Beamten im Ressort von Silvia Löhrmann. Johannes Remmel, der Umweltminister, hat in den vergangenen 2 Jahren 300 neue Stellen bekommen. Da wird eine neue Stiftung eingeführt. Millionenbeträge werden jedes Jahr für Studien aufgewendet, zum Beispiel zum Thema Schwanzbeißen bei Schweinen. Johannes Remmel ist das Haushaltsrisiko auf 2 Beinen und den Grünen fällt immer wieder etwas Neues ein, wie sie Geld aus diesem Landeshaushalt herauspressen können. Liebe Freunde, ich nenne das, was Rot-Grün hier in Nordrhein-Westfalen macht, eine spekulative Finanzpolitik. Sie ist aufgebaut auf der Wette, dass es nächstes Jahr breitflächige Steuererhöhungen im Bund gibt. Sie ist aufgebaut auf der Wette, dass diese Abkassierpolitik ohne Auswirkungen auf die Konjunktur und das Wachstum sein wird. Sie ist aufgebaut auf der Wette, dass das Zinsniveau so niedrig bleibt, wie es heute ist. Im Kern, im Geiste ist der Finanzminister verwandt mit den Finanzjongleuren im Casino, die er immer kritisiert. Die einen spekulieren auf sinkende Kurse, Norbert Walter Borjans spekuliert auf steigende Steuern. Seriös und verantwortlich ist beides nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Neben der fiskalischen Frage ist das am Ende des Tages auch eine Frage der Gerechtigkeit. Peer Steinbrück hat ja angekündigt, dass er, wenn er am Sonntag zum Kanzlerkandidaten der SPD trotz alledem gewählt wird, dass Gerechtigkeit das Kernthema seiner Kandidatur sein soll. Und in dem Zusammenhang spricht er beispielsweise von der Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49%. Erkennbar macht er sich den Umstand zunutze, dass wenn in Deutschland von Umverteilung, von den Reichen, vom Spitzensteuersatz gesprochen wird, sich eigentlich niemand angesprochen fühlt. Man denkt immer, es sei der andere, die ein paar wenigen, die das bezahlen müssten. Der Spitzensteuersatz wird in Deutschland aber bereits bei dem 1,4-fachen des Durchschnittseinkommens fällig. Der qualifizierte Facharbeiter
in der höchsten Tarifgruppe der IG Metall, wenn der erfahren ist, wenn er qualifiziert ist und wenn sein Unternehmen vielleicht eine Sonderausschüttung gemacht hat, weil es erfolgreich war, wie Audi, BMW und andere das jedes Jahr machen, wenn der einige Überstunden macht, dann ist der bereits Spitzensteuersatzzahler. Wenn aufgrund einer Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit, nach Beteiligung der Reichen an der Finanzierung des Staates, der Spitzensteuersatz so erhöht wird, dass mit Solidaritätszuschlag er oberhalb von 50% ist, wenn davon betroffen ist, auch noch ein nach IG Metall-Tarif bezahlter Facharbeiter, dann hat eine solche Partei jeglichen Kontakt zur Lebenswirklichkeit der Mittelschicht in Deutschland verloren, liebe Freundinnen und Freunde. Die kennen die Menschen im Land nicht mehr. In Frankreich, liebe Freundinnen und Freunde, in Frankreich ist auch mit dem Versuch, das gesellschaftspolitische Klima aufzuheizen, Wahlkampf gemacht worden. So ist François Hollande Staatspräsident geworden. Unter dem frenetischen Beifall auch von Rot-Grün in Deutschland, die sich an ihm orientieren in der Wahlkampfführung und hinsichtlich der politischen Konzepte, bis hin zur Rentenpolitik. Jetzt sieht man in Frankreich die Folgen dieser Politik. Dort ist nun Katzenjammer, weil die Wirtschaft auf Talfahrt ist. Diesen Katzenjammer, diese Katerstimmung in Deutschland wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern ersparen, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb machen wir einen entschiedenen Wahlkampf gegen diese Versuche eines sozialen Populismus. Man könnte noch länger über die Finanzpolitik von Rot-Grün, die vielfältigen Vorstellungen berichten, aber ich will es zusammenfassen mit einer Meldung, die ich gefunden habe und die Sie vielleicht auch zur Kenntnis genommen haben. Da berichtet Spiegel Online am 14. Oktober 2012. Berlin. Das Kreuzfahrtschiff MS Princess Daphne, das exklusiv von einer SPD-Reisetochter vermarktet wird, liegt zwangsweise in Kreta vor Anker. Griechische Beamte ließen den Luxusliner nicht weiterreisen, weil die Reederei Schulden hat. Die SPD hatte sich das Kreuzfahrtschiff im vergangenen Jahr zugelegt, um mit touristischen Angeboten neue Einnahmemöglichkeiten auszuprobieren. Wer in einem Jahr aus einem Kreuzfahrtschiff einen Pleitedampfer macht, den lassen wir im Staat nicht ans Ruder, liebe Freundinnen und Freunde. Zumal wir den Peer Steinbrück ja auch gut kennen hier in Nordrhein-Westfalen. Er war hier ja Minister und Ministerpräsident. Und also wirklich kein Missverständnis, ich genieße die Steinbrück-Show gelegentlich auch, so wie er sie auftritt. Und besonders gut erinnere ich mich an einen Auftritt, der ist jetzt 10, 11, vielleicht sogar schon 12 Jahre her. Da hatte gerade mein Freund Gerhard Papke einen Antrag der FDP-Landtagsfraktion begründet. Und dann ging Peer Steinbrück als damaliger Finanzminister dieses Landes ans Pult. Wie er das immer so macht, breitbeinig, runtergezogene Mundwinkel. Und dann führte er aus, das, was also die FDP hier beantragt habe, das sei ja neoliberale Ideologie. Herr Papke wolle das Tafelsilber des Landes verscherbeln. Wenn man diesem Antrag folgen würde, dann würde das Land Nordrhein-Westfalen eines seiner wichtigsten Förderinstrumente verlieren. Die Rede war von einem Antrag der FDP-Landtagsfraktion, vor über 10 Jahren die Westdeutsche Landesbank zu veräußern. Damals hätten wir noch 5 Milliarden Euro bekommen, Schaden für den Steuerzahler heute 18 Milliarden Euro. Das ist die Finanzkompetenz von Peer Steinbrück. Es ist Zeit, die Luft abzulassen aus diesem Kanzlerkandidaten. Und die Frage ist ja auch, wo hier in Nordrhein-Westfalen Geld aufgewendet wird
und wofür nicht. Das entscheidende bildungspolitische Vorhaben dieser Legislaturperiode im Landtag ist ohne Zweifel die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen am regulären Schulunterricht. Das ist nicht nur ein rechtliches Gebot von UN-Konventionen, sondern das ist auch ein zivilisatorischer Fortschritt. Wir als Liberale, uns muss man es nicht sagen, wir bemühen uns um die Lebenschancen aller Menschen. Wir wollen gerade auch Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die eine besondere Aufmerksamkeit einer solidarischen Gesellschaft benötigen, einen guten Start ins Leben ermöglichen. Aber dafür müssen die Bedingungen eben stimmen. Wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann schadet es sowohl den Kindern mit Handicap als auch den Kindern, die mit ihnen in einer Klasse sind und eben nicht die Förderbedingungen vorfinden, die sie brauchen, um vernünftig in der Schule Erfolge zu erzielen. Das ist das große bildungspolitische Vorhaben der Koalition in dieser Legislaturperiode. Und dann schaut man in den Landeshaushalt und stellt fest, sucht zunächst mal, wie viel Geld bekommen denn jetzt die Kommunen, die ja Bauvorhaben haben müssen für Barrierefreiheit. Dann schaut man in diesen Landeshaushalt und stellt fest, es ist nichts eingestellt dafür. Hannelore Kraft sagt immer, sie wolle niemanden zurücklassen. Sie wolle alle mitnehmen. In der Frage der Inklusion, da lässt sie die Schwächsten zurück. Die Schwächsten im Staat, das sind die Kommunen, die Schwächsten in der Gesellschaft, das sind Kinder mit Behinderungen. Für diese Menschen hat Hannelore Kraft nur eine soziale Attitüde, aber keine sozialen Taten, liebe Freundinnen und Freunde. Und an den Taten messen wir sozialverantwortliche Politik. Und ich nenne ein zweites beispielhaftes Vorhaben, aktuelles Vorhaben der Landespolitik, an dem eine Mentalität ablesbar ist. Wir haben hier zu unserer Verantwortungszeit in Nordrhein-Westfalen ein Hochschulfreiheitsgesetz beschlossen. Dieses Vorhaben von Andreas Pinkwart wurde bundesweit, etwa von der Hochschulrektorenkonferenz, als ein mustergültiges Gesetz gelobt. Alle, die Kontakt mit Hochschulen haben, haben gespürt, dass es dort einen neuen Geist gibt, dass die Fenster geöffnet worden sind. Weil Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in den Hochschulen plötzlich Mitverantwortung hatten, konnten mitentscheiden über das Profil, das Angebot der Hochschule. Die Hochschulen haben sich geöffnet, regional in die Städte, in das kulturelle und wirtschaftliche Umfeld. Jetzt haben die sozialdemokratischen Begriffsklempner ein neues Gesetz aufgelegt, das Hochschulzukunftsgesetz. Mit dem Hochschulzukunftsgesetz soll es wieder staatliche Leitplanken geben. Mit dem Hochschulzukunftsgesetz sollen wieder die Gremien der Hochschule selbst über ihre Vorhaben beraten, solange und soweit die Ministerialbürokratie von Düsseldorf aus das billigt. Die Hochschulen werden also wieder zu Behörden. Die Hochschulen werden wieder zu selbstbezüglichen Systemen, die sich selbst genug sind. Liebe Freundinnen und Freunde, die Hochschulen, sie gehören nicht sich selbst. Die Hochschulen, sie gehören nicht der rot-grünen Bürokratie. Die Hochschulen gehören der Gesellschaft und deshalb muss die Gesellschaft auch in den Gremien der Hochschulen vertreten sein. Da wollen wir Nobelpreisträger sehen, erfolgreiche Mittelständler, ja, Gewerkschaftsvertreter. Wir wollen aber nicht das bürokratische Bengelband von Düsseldorf aus in den Hochschulen haben. Das sind keine Behörden, das sind Labore für die Zukunft unseres Landes. Hände weg vom Hochschulfreiheitsgesetz. Überhaupt gibt in Nordrhein-Westfalen wieder der Staat die Kommandos. Beim Klimaschutzgesetz, das ökologisch völlig unwirksam ist, weil jede Tonne hier nicht verbrauchtes CO2, dann in Niedersachsen zusätzlich verbraucht werden kann oder in Spanien, ökologisch unwirksam. Das sagt sogar die IGBCE. Und warum wird es gemacht? Damit Herr Remmel, der Umweltminister, von seinem Schreibtisch aus entscheiden kann,
wo es neue Produktion gibt, wo neue Gewerbeflächen ausgewiesen werden können, wo es neue landwirtschaftliche Flächen gibt. Das ist ein Machtinstrument, das die Grünen einsetzen wollen gegen Industrie, gegen konventionelle Landwirtschaft. Also ein Machtinstrument, um ihre eigenen ideologischen Vorstellungen durchzusetzen. Und die SPD macht das mit. Beim Rauchverbot haben die Grünen sich durchgesetzt. Unter Leiden hat die SPD das mitgetragen. Wann kommt es vor, dass 18 Parlamentarier einer Regierungskoalition eine Protokollerklärung abgeben müssen, dass sie gewissermaßen nur unter Zwang und Zurückstellung erheblicher Zweifel einem zentralen Vorhaben ihres Koalitionspartners zustimmen können? Beim Kanal-TÜV, der nach wie vor nicht bürgerfreundlich, sondern verpflichtend ist, überall bestimmen in Nordrhein-Westfalen Bündnis 90 die Grünen die politische Agenda. Vor der Landtagswahl hat die SPD plakatiert, SPD ist Currywurst. Vor der Landtagswahl wurde uns Currywurst versprochen. Nach der Landtagswahl servieren die Grünen jetzt Tofu. So weit ist es gekommen hier in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freunde, und es laufen ja alle hinterher. Also nicht nur die SPD, sondern auf der anderen Seite beobachten wir ja auch, dass aus der Union Kusshändchen in Richtung der Grünen ausgeworfen werden. Das ist ja eine Strategie, die in Nordrhein-Westfalen bekannt ist. Das haben wir gesehen bei Jürgen Rüttgers vor der Landtagswahl 2010, der von Privat vor Staat nichts mehr wissen wollte, der plötzlich darüber sprach, man bräuchte eine ökologische Industrieregion. Das haben wir erlebt bei Norbert Röttgen, bei der letzten Landtagswahl, der auch so eine gewisse subtile Offenheit gegenüber Bündnis 90, die Grünen hatte. Das haben wir auch an vielen Stellen in den Kommunen erlebt. Das Ergebnis war immer gleich. Das Ergebnis ist bekannt. Wenn die Union unklar wird und mit den Grünen turtelt, dann ist das Ergebnis CDU runter, FDP rauf, Rot-Grün rein in die Regierung. Deshalb müssen wir die auf den Kurs zurückführen, liebe Freundinnen und Freunde. Gegenwärtig ist die Nordrhein-Westfälische Union ja insbesondere damit beschäftigt, auszuzählen, wie oft der Landes- und wie oft der Fraktionsvorsitzende im Mitgliedermagazin auftaucht. Ich kann Ihnen zusagen, ich werde darauf achten, dass bei uns beide genau gleich oft auftauchen. Die Union beschäftigt sich leider zu wenig mit politischen Inhalten. Deshalb irrlichtert sie. Mal ist sie gegen Studienbeiträge, dann ist sie für Studienbeiträge, mal ist sie für den Schulkonsens, dann wundert sie sich darüber, dass das Gymnasium benachteiligt wird. Dann sagt Armin Laschet, die CDU in Nordrhein-Westfalen, das sei die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Und dann beruft er sich dabei aber auf Karl Arnold ausgerechnet, den Gegenspieler von Ludwig Erhard. Liebe Freundinnen und Freunde, Angela Merkel hat auf dem Bundesparteitag der CDU gesagt, vielleicht hat Gott die FDP nur als Prüfung für die CDU erschaffen. Angela Merkel hat recht, wenn wir fehlen, was dann passiert, das sieht man hier in Nordrhein-Westfalen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir jedenfalls nehmen die Herausforderung an, um die politische Deutungshoheit und die Meinungsführerschaft dann mit den Grünen einzutreten. Wenn die anderen, wenn Sozialdemokraten und Union den Grünen hinterherlaufen, dann werden wir es nicht machen. Die sind mit Blick auf die Bewertung gesellschaftlicher Herausforderungen in diesem Bundestagswahlkampf unser Hauptgegner. Die Grünen sind gestartet einmal als eine Partei des zivilen Ungehorsams. Eine antiautoritäre Partei wollten sie sein. Das gehörte zum Gründungsmythos. Die haben sich empört über die Kleinbürger mit dem gepflegten Vorgarten, der sich beschwert über Ruhestörung in der Mittagszeit.
Wer nicht klarkommt mit wilder Ehe, dagegen haben die Zivilen ungehorsam gepredigt. Die haben sich lustig gemacht über Gartenzwerge im Garten. Heute können sie nicht selber genug Gartenzwerge haben, aber fair gehandelt müssen die sein. Jetzt erleben wir die Grünen, die sich empören, wenn man mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad ins Büro fährt. Die sich empören, wenn man bei Aldi und nicht im Bioladen einkauft. Die sich empören, wenn man den Kindern ein Weizenbrötchen mit in die Schule gibt und keine Möhre. Das war mal die antiautoritäre Grüne Partei. Aus Zukunftsgestaltern sind Tugendwächter geworden bei den Grünen. Zutiefst autoritär sind die geworden. Ja? Das soll ja jeder so handhaben in seinem Leben, wie er will. Ich will aber nicht mit meinem Einkaufswagen vor der Kasse im Supermarkt stehen und hinter mir steht jemand und schaut rein und sagt, oh, Sie ernähren sich aber einseitig. Ja? Alles erlebt. Ich habe ja mal im Prenzlauer Berg während meiner Berliner Zeit gewohnt. Da sind ja die ganzen Grünen, die gucken da rein und sagen, oh, das ist aber einseitig. Können Sie das verantworten? Dosen. Tiefkühlkost, ist das demnächst eine Tiefkühltruhe, die energieeffizient ist? Diesen Fragen muss man sich da im Supermarkt aussetzen. Ja, wo leben wir denn? Wie wollen wir denn leben? Ja. Liebe Freunde, jetzt wird ja immer so fabuliert, die Grünen, das sei die neue Kraft der bürgerlichen Mitte. Das sind sie nicht, das sind die neuen Spießbürger. Und denen stellen wir unser gesellschaftspolitisches Leitbild entgegen. Unser gesellschaftspolitisches Leitbild, liebe Freunde, denen stellen wir unser gesellschaftspolitisches Leitbild entgegen. Des verantwortungsbereiten Bürgers, der Freude an den Ergebnissen der eigenen Schaffenskraft hat, der solidarisch ist mit denen, die es noch schaffen wollen, der Verantwortung übernimmt für sein Land, zuerst aber auch für seine Familie. Das sind die Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die einen starken Staat brauchen bei der Bewältigung der großen Lebensrisiken, die aber im Alltag in Ruhe gelassen werden wollen. Deshalb werden wir diesem Paternalismus unser gesellschaftspolitisches Leitbild entgegensetzen. Wenn die anderen Vorgaben machen, mit erhobenem Zeigefinger für die private Lebensführung, dann werden wir sagen, unser Prinzip heißt Leben und Leben lassen. So soll unsere Gesellschaft organisiert sein, nicht als soziales Gefängnis.